Hallo wieder so. und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Vinny Theowitsch in Essen. Hier ist der Chris vom. Schon wieder. Der Chris vom Mad Monkey Chris Squad. vom Mad Monkey Squad. Und der gute. Real American Hero. Der gute Mattis, der sich spontan in einen Texaner wandelt. Wir Howdy. Haben hier den guten. Goblins will slice us to ribbons if we approach Lawrence. The bridge. Den guten Lawrence gefunden! As many as it takes! We haven't enough men among us to take on even a few of them, sir. Are you deaf? I said I want those goblins out! Make it happen, even if you have to spear direct it yourself! Scheint ein ganz netter zu sein. Ein angenehmer Zeitgenosse. Lass uns erst mit Brandon reden, der ist nämlich gerade auf dem Sprung. Ein Quellenjäger, wie? Was bringt euch in diesen Teil der Wälder, die Goblins, die Orks, der Kult oder gar der ganze Haufen zusammen? Ich würde gerne einige Fragen stellen. Lass ich uns das Thema wechseln. Bin niemand Erzählt ein... mir von euch, damit Hallo. Ich weiß, wessen Fragen ich stellen soll. Hallo, nicht so schnell. Ich bin niemand, der einen Quellenjäger etwas abschlägt. Frag ruhig, Freund. Und du hast gefragt, erzählt mir von euch. Und dann sagte er... Seid nicht zu überrascht, wenn ihr in dieser Stadt ein paar unfreundliche Worte über meine Wenigkeit hört. Ein Vorarbeiter muss eine Menge unpopuläre Entscheidungen der Gilde durchsetzen, wisst ihr? Aber ich habe es satt, immer den Alleinunterhalter zu spielen. Ich habe für diese Raubeine mein Bestes gegeben und nun ist es an der Zeit, dass sich der alte Brandon etwas zurücknimmt. Vielmehr könntet ihr mir dabei helfen, um einiges früher in den Ruhestand zu gehen. Hören wir uns die Einzelheiten an. Ja, bitte. Weiter. Hoho, ich wusste, dass die Erwähnung einer Herausforderung einen Quellenjäger interessieren würde. Sprechen wir über den Ruhestandsplan. Unter uns, der Trollkönig sitzt auf einem Schatz, viel wertvoller als er weiß, ein Metall genannt Tenebrium. Das ein schöneres Sümmchen bringen kann als sein Gewicht in Gold. Ich beabsichtige es zu bergen, es zu verkaufen und den Rest meines Lebens im Überfluss zu leben. Das finde ich gut. Nee, ich nicht. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Und ich habe es nicht geschafft, einen Zugang zur Höhle des Königs zu finden, aber viel weniger noch, das Zeug mitgehen zu lassen. Aber ihr seid ein Quellenjäger, ihr könnt alles Rätselhafte aufspüren. Also lasst uns ein Geschäft machen. Ihr findet das Tenebrium und bringt es mir und ich werde euch Informationen über Silberzahl und insbesondere Lawrence liefern, dass euch gewiss das Wasser im Munde zusammenlaufen wird. Die Fäulnis jedoch würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, so lasst mich euch eine Kleinigkeit geben, um die Tenebrium-Baren einzudämmen. Es ist mit Fragmenten eines besonderen Steins gesäumt, der die negativen Auswirkungen der Fäulnis unter Kontrolle hält. Sehen wir mal kurz was über den Trollkönig. Kurz. Abgesehen von seiner Statur und seiner unheilbaren Hässlichkeit unterscheidet sich Gungir nicht sonderlich von einer Elster. Er hat das Hirn von der Größe einer Erbse und eine glühende Leidenschaft für alles, was glänzt und glitzert. Dieser verrückte Dummkopf sitzt auf einem ganzen Fluss aus Silber unter dieser Mine, aber er verpackt sie lieber für einen Bruchteil ihres Goldwerts an die Bergbaugesellschaft. Verpachtet, wollte ich sagen. Er lässt seine kräftigen Lakaien lieber Zollgebühren verlangen, als hier selbst Bergbau zu betreiben, womit er das Fünffache verdienen könnte. Ich bin mir selbst nicht sicher, wo sich seine Höhle befindet, aber einer seiner töpperhaften Lakaien sollte das sicherlich wissen. Sie müssen schließlich etwas mit all dem Gold anfangen, das sie hier beim Bewachen von der verdammten Brücke zusammengerafft haben, nicht wahr? Und ich würde euch gerne weitere Fragen stellen. Ups. Tut das und fragt nicht nochmal die ihr schon gefragt habt. Das wäre ja komisch. Wisst ihr etwas über einen Minenarbeiter namens Ben? Ich kann mich gut an ihn erinnern. Ein anständiger Mann, kräftig und mit einem komischen Akzent, richtig? Er hat es geschafft, Silbertal lebendig zu verlassen. Aber soweit ich mich erinnere, war er bereits von der Fäulnis befallen. Aha, interessant. Lasst uns das Thema wechseln. Until we meet again. Until we meet again. Und Lawrence, wollen wir mit dem reden? Na, unbedingt, deswegen sind wir hier. Ein Quellenjäger, ich stehe euch zu Diensten, euer Gnaden. Ich bin Lawrence, der Vertreter der Minenarbeitergilde, die hier im Silbertal für den Betrieb zuständig ist. Bitte, Ela, teilt uns mit, wie wir euch behilflich sein können.
Erzählt mir von euch. Ja, voll mit der Tür ins Haus. Ach, schade. Ah, ich bin niemand Besonderes. Nicht mehr als ein demütiger Diener der Gilde und Schäfer dieser fröhlichen Minenarbeiterherde in der Siedlung. Aha. Ich kann eigentlich nur über diese widerlichen Goblins klagen, euer Gnaden. Sie hungern uns aus und verwehren jedem ehrlichen Minenarbeiter das Recht, seine Arbeit zu verrichten. Vielleicht könnte eure durchlauchte Hoheit uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein. Erstmal, was wisst ihr über die Makellosen? Das interessiert mich. Genug, um zu wissen, dass die gesamte Sache unsere Produktion lahmgelegt hat. Und da nun der Segen der Mittleren mehr wert zu sein scheint als gut getane Arbeit, sind die Minenarbeiter kaum noch daran interessiert, die Minen wieder in Stand zu setzen. Sprechen wir über eure Probleme mit der Mine. Verzeiht mir, wenn ich bei dem Thema etwas aufgebracht bin, mein Herr. Ich darf gar nicht daran denken, wie ich hintergangen wurde von diesem bescheidenen Minenarbeiter von Silbertal. Ich habe einen Goblinstamm gebeten, beim Abbau von Tenebrium in der Mine zu helfen. Der Anführer der Truppe, ein gewisser rotzender Satan namens Drexis, versprach, das Tenebrium abzubauen und dann zu verschwinden. Als die Arbeit getan war, weigerten sich diese toten Schädel, die Mine zu verlassen. Seitdem besetzen sie die Brücken zur Mine. Wer es wagt, sich zu nähern, wird in Stücke gerissen. Oh, da sollten wir hingehen. Diese Goblins folgen Drexis wie Lemminge. Euer Gnaden, wenn ich den Verräter nur vernichten könnte, dann würden sie zurück in den Sumpf kriechen, aus dem sie gekommen sind. Wenn ich Drexis Kopf an meine Wand hängen könnte, wären unzählige Minenarbeiter vor einem langsamen Hungertod bewahrt, mein Herr. Was ist schon gegen einen Goblin, gegen eine unzählige entrechtete Arbeiter? So, ich weiß nicht. Also, ihn würde ich davon gerne noch nicht erzählen, sondern später erst. Ich glaube auch. Jetzt. Ich würde ihn nämlich gerne weitere Fragen stellen, und zwar erinnert ihr euch an einen Minenarbeiter namens Ben? Ja. Ben, natürlich. Einer unserer noblen Minenarbeiter, euer Gnaden. Ein kleinwüchsiger Mann. Ich glaube, er müsste hier irgendwo sein, oder nicht? Der hat keine Ahnung, wer das ist. Nope. Was genau wisst ihr denn über Tenebrium? Nutzloses Zeug, euer Gnaden. Schlimmer als gewöhnlicher Dreck, aber zehnmal so schwierig abzubauen und ungeheuer gefährlich. Hätten wir gewusst, welche schrecklichen Auswirkungen die Fäulnis hat, dann hätten wir sofort aufgehört, es abzubauen. Ich glaube dem kein Wort. Nicht eines. Alles Lügen, welche aus seinem Mund sprudeln. Was ist genau die Fäulnis? Ja, eine verfluchte Angelegenheit ist das. Bisher hatte ich das Glück, mich nicht anzustecken, euer Gnaden, aber meine Gedanken sind bei den Familien, die davon betroffen sind. Weiter. Wisst ihr, mein Herr, wenn ein Minenarbeiter zu lange dem Tenebrium ausgesetzt ist, leidet er allmählich unter Symptomen wie Wundbrand, Gliedmaßen, Müdigkeit und Unwohlsein. Anfangs dachten wir, es läge an der schlechten Ernährung, Faulheit und Simulantentum. Wieso glaube ich ihm das aufs Wort, dass sie das dachten? Hätten wir damals nur gewusst, auf was wir stoßen würden, dann hätten wir die Arbeit nicht fortgesetzt. Doch leider wurden Fehler gemacht. Und diejenigen, die wir verloren haben, werden nie zurückkehren. Ganz gleich, was diese wahnsinnige Mittlere meinen Glauben machen will. Die Mittlerin, würdet ihr mir mehr über sie erzählen? Euer Gnaden, ihr solltet nicht mit diesem betrügerischen Anführer dieses wahnsinnigen Kultes beschäftigen. Diese ganze Sache ist wirklich eine riesige Schande für Silbertal. So eine hausierende Wahnsinnige, die sich selbst die Mittlerin der Göttin nennt, ist nach Silbertal gekommen, als die Fäulnis unsere Minenarbeiter dahin raffte. Die Leute waren verzweifelt, versteht ihr? Nachdem sie ein paar Betroffene entweder durch Magie oder Illusion geheilt hatte, sprach sie plötzlich alle von ihr. Als wären sie eine Art Messias. Und jetzt ist die gesamte Stadt dem Kult der Makellosen verfallen, so nennt sie ihn. Zu ihrem Glück ist sie gleich nach ihrem kleinen Zaubertrick verschwunden, sonst hätte ich sie eigenhändig in den Kerker geworfen und den Schlüssel verschluckt. Stellt euch vor, die ganze Stadt nur mit Schlangenöl zu hypnotisieren. Gut, dann lasst uns das Thema wechseln und ich bin dann mal... Alter! Ich bin dann mal weg, bin ich. Das ist schwierig. Es könnte tatsächlich auch eine böse Verwechslung sein und dieser Typ gehört zu den Guten. Das hat sich bisher aber nicht so angehört. Glaube, aber...
Deine Ablehnung der Mittleren gegenüber ist positiv, durchaus positiv. Gefällt mir sozusagen. Ja. Und ich habe gerade den Weg gefunden, wie wir hier zu Firaxis runterkommen und wem? Na, hier zu dem Hans da. Goblin König. Und so weiter. Ach, schau mal einer, guck. Wenn wir hier weitergehen. Kommen wir zu. Also abgesehen davon. Da ist ein Troll. Noch ein Troll. Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Das ist deiner. Ich gehe schon mal hier rüber. Nee, das ist deiner. Ja, ja, ich gehe trotzdem schon mal hier rüber, so. Dann sind wir gleich in Position. In Le Position? Bear Dotter kurz abkoppeln. Geist ran. Trollzoll, Trollzoll, bitte! Es mag vielleicht sinnlos sein, das Leben ist vielleicht sinnlos, aber die Zollgebühr muss bezahlt werden. Sind die eigentlich alle behindert? Scheint nicht mit deinem Herzen bei der Arbeit zu sein. Das finde ich toll. Ich finde, du solltest das sagen. Ja, bitte. Du scheinst nicht mit deinem Herzen bei der Arbeit zu sein. Mein Leben ist wie die Brücke hinter mir. Alles führt uns nirgendwo. Eine solche Einsamkeit wiegt so schwer. Es ist so eine Last. Warum bist du einsam? Weil wir den anderen gekillt haben? Meine Güte, wieso? Ich drehe Tag und Nacht. Die Menschen hassen mich, weil ich ihnen ihr Gold ohne guten Grund abnehmen muss. Selbst unter meinesgleichen sind sich keine Freunde. Trollzoll, das ist alles, an was sie denken. Ich frage mich, woran Fummler wohl so denkt. Ich war immer glücklich. Ein Mädchen, eins von eurer Rasse, kam jeden Tag hier vorbei. Sie war klau und jung und fröhlich. Sie hat gelächelt und mir einen guten Morgen gewünscht. Sie hat mir von ihren Träumen erzählt, die sie in der Nacht hatte. Aber dann ist sie in ein weit entferntes Land gegangen. Sie ist weg. Und seitdem bin ich einsam. Oh, willst du nur noch einmal ein hübsches Mädchen mit mir reden? Hallo? Also, Geist ist auch noch da? wie wurde deine Brücke beschädigt? Ja, alte Schultergoblins, sie haben die Seile zerschnitten, um euch Menschen davon abzuhalten, in die Minen da unten zu gelangen. Seillos, sinnlos, und dennoch muss ich nach der Zollgebühr schreien. Warum müssen wir eine Zollgebühr bezahlen, wenn die Brücke kaputt ist? Wir verlangen Zoll, weil es unser König befohlen hat. Er ist verrückt nach Gold. Er ist mit allen Sinnen davon besessen. Gold ist sein Leben und da ist es auch mein Leben. Selbst wenn mir die Gänseblümchen auf den Feldern mehr gefallen, als es dieses kalte, tote Metall jemals könnte. Ganz egal, wie hübsch es glänzt. Erzähl mir doch mal bitte ein bisschen von deinem Trollkönig. Er ist der König vom Nukula-Wald und ein überaus respekteinflößender Troll in der Tat. Ich mag es nicht mal, über ihn zu reden. Ich befürchte, er könnte es herausfinden und meinen Tail wie eine Walnuss zerschmettern. Archibald jedoch, Archibald will vielleicht sprechen. Sein großer Verstand macht ihn kühn. Findet Archibald, einen stolzen Troll und Trollvater, wenn ihr etwas über den König erfahren wollt. Aha, und wegen des Zolls. 1000 Goldmünzen, das ist die Zollgebühr, um die ich bitten muss. Also gebt mir den Trollzoll. Bitte. Nein. Aber Fummler ist wirklich einer von den Netten. Ihr werdet also nicht bezahlen. Kann euch kaum einen Vorwurf machen. Dennoch schreiten die Regeln der gebührennehmenden Trolle vor, dass ich euch für eure Weigerung mit dem Knüppel bearbeiten muss. Aber ich werde es nicht tun. Ich frage mich, worin der Sinn liegen soll. Das finde ich sehr nett von dir, Fummler. Und wir werden jetzt gehen. Seht nur, so wie sie gegangen ist, mein hübsches Mädchen. Würde nur jemand anders kommen und fragen, wie geht's euch, Fummler? Kannst du mal mit Fummler reden? Und ihn fragen, wie es ihm geht? Ja. Ich habe auch ein bisschen das Bedürfnis. Trollzoll, Trollzoll! Hört das Mantra des einsamen Trolls! Ich bin aber weg. Okay, ja. Dann müssen wir bestimmt eine der Nutten für beauftragen. Ich wollte sagen, eine der Vorleserinnen. War das ein Quest? Ich glaube, das war gar kein Quest, oder? Nein, aber trotzdem. Wäre das also halt... Ich hätte ja auch große Lust, Fummler zu helfen. Ich finde, das ist gleichsam der cleverste und netteste Wesen, das wir getroffen haben bis jetzt in diesem Spiel. Vor allen Dingen das Schlaueste, weißt du?
alles sinnlose Scheiße, ich will mir die Gänseblümchen angucken. Und weil ich es komplett dumm finde, werde ich euch einfach nicht auf die Schnauze hauen. Du sag mal, wo wollen wir denn jetzt zuerst hin? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich wische hier auch blöd auf der Karte rum. Und ich überlege, wo man hingehen könnte. Aber, sehr gut. Ach, wir müssen mit Loki sprechen. Mit Loki? Ja, Lokai. Ach ja, stimmt. Lokia. Wir müssen mit Loki sprechen. Lokia, Lokio, Nokia, keine Ahnung. Halt! Nein! Wir müssen... Ich? Wir müssen in die Stadt. Und wir müssen sowieso mit Loki reden wegen der Heilzauber. Genau. Ich glaube, also wenn auch. Du dich teleportest, ich stehe direkt vor ihm. Hi. Hey. Na dann sprich den guten Herrn mal an. Na dann. Die Göttin ist das Wort. Sie spricht durch die Mittlerin und durch mich wird ihre Weisheit wie. Ich bin Leuk, der Erleuchtete unter den Makelonen. In diesem Fall ist es mir eine Freude, sie zu beantworten. Ja, komm, lass uns jetzt diese Beitrittsgeschichte hier abwickeln. Wie schwer kann dieser Test schon sein? Sprechen wir mit euch über den Beitritt zu den Makellosen. Ihr glaubt also, dass ihr bereit für die Prüfung seid, Suchender. Ich werde euch 3 heilige Prüfungen unterziehen. Doch selbst wenn ihr auch nur bei einer von ihnen versagt, so seid ihr der Liebe der Göttin nicht Hau raus! Sich. Gesegnet sei eure gewilligte Seele. Lasst uns beginnen. Erste Frage. Zu Ehre der Göttin muss das Blut rot werden, was einst von den Sternen abstammte. Richtig? Ja, es war richtig, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, da stand irgendwas mit Sternen. Wird schon richtig sein. Du hast das Buch. Kannst du nicht? Nee, jetzt kannst du natürlich nicht mehr die Unterhaltung richtig. Verlassen. Jawohl, das ist richtig. Na dann? Zweite Frage. Das Blut des höheren Wesens sollte verwendet werden, um den Geringeren zu dienen. Damit ist das Gleichgewicht wiederhergestellt, richtig? Nein, es ist falsch, es ist grundfalsch, es ist genau umgedreht. Diese Annahme ist korrekt. Ja, das ist nicht richtig. Das Was? Ist verwirrend formuliert. Ja, sehr. Wie bei diesen Multiple-Choice-Tests, weißt du so? Ist Hans nicht der Erfinder, der kein Auto gefahren hat? Nein, das ist richtig. Ja, das ist nicht falsch. Was? Ja, das ist nicht richtig. Also sprich, es ist falsch. Na, da bin ich ja mal gespannt, was der so, noch so fabuliert. Nur diejenigen, die am Vergießen des Blutes teilgenommen und dabei den lebenden Stein erschaffen haben. Den Stein vollgesaugt mit Blut dürfen Makellose genannt werden, richtig? Kannst du nicht aus der Unterhaltung raus und in das Buch schauen? Nein, also keine Ahnung, aber es steht in dem Buch auch gar nicht drin, der letzte Satz. Er hat ja gesagt, wir sollen das zweite Buch noch finden. Ah, das ist falsch, das sind bestimmt alle Makellosen. Meinst? Keine Ahnung. 50-50, komm, was soll passieren? Oder ist es richtig? Es könnte auch richtig sein. So krank wie die drauf sind, ist es vielleicht auch richtig. Weiß es jetzt nicht. Aber wir haben ja auch Gott sei Dank seit 100 Jahren nicht mehr gespeichert. Ich werde doch Mitglied der Makellosen, oder? Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt vergeigst, dann wirst du kein Mitglied der Makellosen. Ja, aber um Mitglied der Makellosen zu werden, müsste ich ja dann theoretisch auch beim Blutvergießen dabei sein. Ja, das ist richtig. Bin ich dann das? Dann müsste das falsch sein. Dann müsste das falsch sein. Oder es kommt danach noch das... Warte mal, hat er da Blut hinten stehen? Nee, kleiner Heiltrank. Ja, das ist Warte nicht mal, richtig. Da liegt das Buch der Makellosen bei ihm auf dem Altar. Aber das ist Band 3, das nutzt uns leider nicht. Euer Wissen wurde geprüft und ihr wurdet für unwürdig befunden. Geht hinfort, Anwärter, und kehrt nicht zurück, solange wahre Weisheit nicht die dunklen Teile eures Herzens erleuchtet. Na dann, hau mal raus. Muss alles blutrot werden. Ja, das ist richtig. Ja. Jawohl, das ist richtig. Das ist falsch. Ja, das ist nicht richtig. Das ist richtig. Jawohl, das ist richtig. Ah! Sehr erfreulich.
Ihr habt diesen völlig dummen Test, den man sofort wiederholen kann, bestanden. Da sieht man, wie dringend die Mitglieder brauchen. Ja, ich merke schon. Ihr habt die Worte der Göttin verstanden und ich erachte euch als würdig genug für ihre wahre Prüfung. Denn nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Makellosen. Ich bin mir sicher, wir müssen so komische Stein machen. Ja, vermutlich. Blau. Wahre Prüfung, ja, was ist das? Um ein Makelloser zu werden, müsst ihr sowohl den Segen als auch den Fluch der Göttin erleben. Verlasst Silbertan und nehmt den Weg Richtung Westen. Folgt ihm zu dem Ort, in dem Wind heult und ein großer Schädel aus dem Felsen hervor. Dort werdet ihr sie finden. Die Höhle für die wahre Prüfung. Wachen der Makellosen versprechen den Weg, aber sagt ihnen, dass ich meinen Segen mit euch passiere. Gebt auch Acht. Die Straße der Mündnisse von Gräbern und eurem Mut wird wirklich auf Probe gestellt, bevor ihr überhaupt zur Prüfung der Göttin kommt. Ich lege euch nahe zu trainieren, bevor ihr euch diesen tückischen Part begebt. Ich verstehe euch so schlecht, ihr redet zu schnell. Good luck, Seeker! I shall await you in the Chamber of Blood! Oh. Okay. Hey. Das war. Sei doch so gut und mach mal die Tür zu. Ausnahmsweise ja. Hey, machst du die Kacktür zu? Hä? Ich kann die Tür... Jetzt. Tür ist zu. Hast du den Heiltrank eingesteckt? Ja, natürlich habe ich den Heiltrank. Warum bist du ein Busch? Warum nicht? Don't judge me. Ich mach mal das Licht wieder an. Nein, das war nicht so ganz das, was ich damit vorhatte. Nachdem es hier gerade zu dunkel drinne geworden ist. Meine Fähigkeit zum Knacken von Schlössern ist zu niedrig. Erstaunt. Ja. Tschüss. Ja, Hahn. Tschüss. Diese Tür ist zu. Ja, und wir können sie auch nicht aufstemmen. Schade. Sehr mein Schlösserknacken ist natürlich zu niedrig. Dann, weil ich ja nicht so der Schlösserknackgeist bin. Sag mir mal, wie ich... Wir haben die Makellosen gleich infiltriert. Wunschbrüder, der geschworene Skelett, untotbare Priester des irdischen Katzenliebe, wir reiten zur Heilung. Björns Reittier ist verletzt. Es sind starke Heilkräfte nötig, um es wieder auf die Beine zu bekommen. Mit wem können wir hier darüber reden? Also wenn, dann müsste betreffende Person doch bestimmt in dem Puff sitzen. Naja, weil andere Gebäude gibt's hier auch nicht. Ist keiner, in dem man starke Heiler vermuten würde. Ja, die Schmiede zum Beispiel ist jetzt nicht so der Ort. Ich geh mal kurz nur über die Leute da oben reden, gucken. Vielleicht kann Windemeer oder Hassad. Nö. Was mit ihm? Nee, Ramon? Nee, Ramon bringt nichts. Das hatten wir schon durchgekaut. Den hatten wir schon. Vielleicht Michael Solomatin. Marco, Minenarbeiter, Feuernis, Tenebrium. Nee. Until we meet again. Tell me, sweet. Do you have a son or are you always? Ja, der auch interessant. My friend returns. Ja. Until we meet again. Das ist auch uninteressant. Was bist du, Bienenzüchter? Until we meet again. Aha. Well, until we meet again. Das ist eine falsche. Ihr nicht, du nicht. Du sollst nicht mit denen handeln, du sollst jemanden suchen, der den heilen kann. Ich suche doch jemanden, der den heilen kann. Alte Napsis. Die hat 12.000 Gold dabei. Und sie hat verdammt viele Stäbe. Okay, da war nichts Interessantes mit dabei, wie es aussah.
Könnt ihr mir irgendwas erzählen? Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Offensichtlich genau dasselbe wieder wird. Frederik haben wir schon gesprochen. Oh, guck mal! Komm mal her! Komme. Innenarbeit? Ach nee, nicht. Wärt ihr vielleicht gewillt, einen Troll zu unterhalten? Ein Troll? Nein. Davon will ich gar nichts hören. Ihr habt mir das Leben gerettet, dafür bin ich euch so viel dankbar, aber behaltet eure kranken Fantasien bitte für euch. Frechheit. Schade. Gut, vielleicht finden wir jemand anderen, der das kann. Okay. Aber, Herzchen, darum ging's ja gar nicht. So, schauen wir mal, vielleicht ist ja Rubin. Die ist ja sowieso eher so die Erzählerin. Würdet ihr einen einsamen Troll unterhalten? Ist er ein zärtlicher Troll? Meint ihr, er würde von meinen besonderen Kenntnissen profitieren? Das ist merkwürdig. Aber wenn ihr bereit seid, mich im Namen eures gebührenverlangenden Freundes zu bezahlen, wäre ich entzückt, ihm Gesellschaft zu leisten. Ich glaube, dass 2050 Gold das decken soll. Hau raus! Das ist etwas viel. Wir haben doch... Wie viel hast du? Until we meet again. Okay, na dann nochmal. Also ja, ich hab okay, 17.000. Was? Achso, das ist, weil ich ständig die Pfeile und die Tränke kaufe, ne? Jetzt habe ich nur noch 16.000. Die Alte hat uns... Achso, nee, die hat uns das Geld zu gleichen Teilen abgezogen. Oh, wir können miteinander reden. Wenn ich nicht völlig falsch liege, haben wir gerade eine Kurtisane dafür bezahlt, einen einsamen Troll aufzumuntern? Ist daran verkehrt, der Bursche muss halt etwas aufgeheitert werden. Genau das wird sie tun. Wenn man es so ausdrückt, kann man wohl sagen, dass wir eine wirklich gute Tat begangen haben. Ja, und ich meine, er heißt Fummler, was soll passieren? Wir sind ungehobelt? Absolut. Aber warum? Ich würde mir das gerne ansehen. Fummler gehen. Ich habe auch irgendwie Interesse an dieser Geschichte. Jetzt vielleicht ein bisschen voyeuristisch, aber... Ne, sie unterhalten sich ja auch nur. Hoffe ich. Stark. Ich bin quasi gespannt, was hier gleich passieren wird. Ich auch. And so she asked, Granny, why do you have such large and hairy ears? To which Granny replied, why? So that I can hear you better, my dear. No, be careful, little Red Riding Hood. It's the wolf, the nasty wolf. Ich rede mal mit ihm. Wohl, hilf meines Herzens. Wir können meine Freude nicht beschreiben. Ihr habt mir einen Rubin gebracht, kostbarer als jeder andere auf dieser Erde. Freude ist in ihren sonnigen Herrlich zurückgekehrt. Ich muss euch für diesen unbeschreiblichen Dienst belohnen. Nehmt die Gebühr zurück, die ihr an mich bezahlt habt. Hä? Lasst tätiges Gold nicht zwischen unserer Freundschaft stehen. Vielen Dank, o Held meiner Seele. Einen unvergänglichen Dank. Wir haben kein Geld bezahlt. Aber wir haben Geld bekommen. Let's see how long it takes this woman to abandon him and cast him back into misery. Ach ja, Han, ich liebe deinen Optimismus. Guckst du mal unten rechts, also rechts von hier, da ist doch diese Giftwolke, siehst du das? Diese rechts, die Giftwolke, siehst du die? Hä? Ja, ja. Findest du nicht auch, dass sie eine sehr merkwürdige Form hat? Wenn man das da rein interpretieren will, vielleicht. Ja, ja, doch. Ich finde es schon. Komm. Wohin denn? Lass uns, weiß ich nicht so genau. Ich habe jetzt auf einen Ort hier geklickt in der Welt und es
Wäre mir übrigens schön, wenn du mitkommst, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich in absehbarer Zeit auf irgendetwas stoßen werde. Ja, was... aber wir sollten diese Folge beenden. Ja, sollten wir das, ja? Ja, sollten wir. Die Zeit... Ja. Our enemies have laid a trap. Oh, okay. Wir sind überall fallen. Bin durch die ganzen Minen durchgegangen. Ist ja schön. Komm zurück. Okay. Ja, lass uns die Folge beenden. Ich komme einzeln zurück. Das hat schon einmal zufällig so gut geklappt. Es klickt und explodiert hier alles. Na gut. Ja. Lass ein Like da, kommentiert fleißig. Beim nächsten Mal sehen wir dann, wie wir hoffentlich nicht klicken und explodieren. Wir sehen uns eher der ganze andere Quatsch. Ja, in der nächsten Folge, wo wir mal gucken, was da oben los ist. Ja. Das sieht interessant aus. Na gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.